Learning by doing, oder? Okay. Okay. Wie viele Runden gibt es, wenn ich frage? Das entscheiden wir spontan. Ah, okay. Okay. Ja. Wenn ich gewonnen habe. Das ist dein Gelaber immer. Yeah. Ja, das hat mir Gott in die Wiege gelegt. Wenn dir dann so eine Nervensäge im Ohr hängt, dann wird's schwer. Wird's tough. Jungs, herzlich willkommen zur Kühlbox. Neues Format, neues Glück. Wer lügt? Klingt spannend, oder? Sehr spannend. Learning by doing, oder? Okay. Wie viele Sternzeichen gibt's und wie heißen die? Ich weiß, 3, sage ich jetzt einfach. Okay, 3. Sandro, was meinst du? Ich komme mit 8 daher. Mit 8, okay. Dashi, weißt du 9 oder meinst du, er lügt? Ich sage jetzt mal, er lügt. 8 Sternzeichen, es beginnt ab jetzt. Steinbock, Wassermann, Fisch, Skorpion, Schütze, Widder, Zwilling und... Nein, das war's nicht. Löwe. Noch eins weiter. Ja. Also du warst sehr passiv, Dashi. Ja, mir ist auf halber Strecke dann eingefallen, dass ich ihn stören darf. Richtig. Also ich bin ein schwerer Typ. Leichtes Spiel. Also der Punkt geht ganz klar an Sandro. Guter Start. Aber ich habe dich kurzen Moment rausgebracht. Weiter geht's. Okay. Nennt mir bitte so viele Mädchen-Vorname mit Anfangsbuchstabe A. Mach mal 10. Er lügt. Anna, Annabelle, Anna-Lisa, du spielst gerade Anna-Katharina. Weil du kein Wohnzimmer hast. Und du verlierst dich. Adele ist vielleicht auch ein Name. Weil du den Aufbau einfach nicht kapierst. Andrea! Du musst laufen, oder rechts. Das geht einfach nicht. Wie lange habe ich noch? Du musst die Scheibe nehmen und nach vorne passen. Ich hänge brutal. Komm, das ist tough. Warum hänge ich eigentlich so? Ja, vorbei. 2-0, Sandro. Oh. Na, das war jetzt... Nix. Ja, ich war nie Single. Ach so, okay. Wie heißt deine Frau? Natascha. Ja gut, das war jetzt eben dann falsch. Ja. Gut, wir haben A gehabt. Wenn ich jetzt länger Single gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht... Vielleicht mit N wäre es besser gewesen, aber... Miterlebt, ja. 2-0, Sandro. Okay. Wie viele Runden gibt es, wenn ich frage darf? Das entscheiden wir spontan. Ah, okay. Okay. Ja. Wenn ich gewonnen habe. Die James-Bond-Filme, die ihr kennt. Oh Gott. 4. Sag ich jetzt mal, um dir eine Chance zu geben. Ah ja, ich weiß, dass du hier der Film-Narrische bist bei uns, auch in der Kabine. Also er kennt sich bei Filmen eigentlich gut aus. Mhm. Darum ich eigentlich gar nicht, weil ich bin eher so der verlesene Typ. Ich lese keine Bücher. Und von daher... Er verschlingt Bücher. Sag ich, er verschlingt Bücher. Er lügt. Casino Royale, Skyfall, Goldfinger. Was haben wir jetzt? Die letzten gehabt. Man ist noch am Drehen eigentlich. Jetzt hört, also, ja, das weiß ich nicht. Müssen wir um 8 da sein? Um jetzt lass mich doch bitte in Ruhe. Oder wann ist denn das überhaupt? Und stirb an einem anderen Tag? Ja. Das ist doch recht. Stirb an einem anderen Tag. Ja. Aber ich sag dir, also eigentlich müsste ich alle wissen. Ja. Aber gerade. Aber gut, 2-1. Anschlusstreffer ist da. Ja, den gebe ich Ihnen. 2-1. Aber ist auch der. Ja. 4 war es auch nicht so. Nein, deswegen. Ich wollte mir selber nicht so viel Druck machen. Für dich ist als Film-Junkie war das ja eher ein Witz. Nennt mir bitte so viele verschiedene Sitzgelegenheiten, die ihr kennt, wo sich ein Mensch draufsetzen kann. 12. Geht jetzt gerade so ein bisschen durch, aber 12. Ich glaube, ich höre mir die 12 mal an, aber das. Du meinst, er lügt? Ich denke, dass er lügt, ja. 12 Stück. Aber du musst einschreiten, wenn es der Quatsch ist. Ja, da hast du ja auch. Couch, können wir später eigentlich Couch, Sushi Sesse, bestellen? Tisch, weil Eckbank, es wäre eigentlich Stuhl, ganz gut. Das hat mir gestern sehr gut geschmeckt. Bett. Und die Suppe war auch nicht schlecht. Was war das für eine Suppe, die ich da gleich nochmal gegessen habe? Holzstamm. Tom Yang Kang. Hat die geschmeckt? Die war super. Die würde ich gerne haben. Nochmal. Und der Wasabi, der war auch super. Kannst du dich an die Farbe erinnern? Und der Ingwer war auch nicht schlecht. Ganz kurz mal durch. Nein, ganz kurz geht's nicht. Aber du musst noch ein Sessel, bisschen Couch habe ich schon alles. Nein. Stuhl. Auf dem Sessel sitzt man nicht, da liegt man. Ja, vorbei. 2-2. Ja. Ja, das ist dein Gelaber immer. Ja, das hat mir Gott in die Wiege gelegt. Es ist wieder spannend in eurem Duell. Ich brauche die europäischen Hauptstädte. Probier natürlich 8. Er lügt. Oh, wow. Okay, Warschau, fangen wir an mit Berlin, geht's weiter. Dann über zu Wien, dann Bern. Hörst du mal bitte auf. Dann gehen wir rüber zu Paris.
Märchen, schwimmen auf dem See. Stockholm ist Schwimmen Stockholm. Auf dem See. Köpfchen in das Wasser, ja, Schwänzchen in die Höhe. Was haben wir unten noch? Vorbei. Italienischen und Spanischen habe ich gar nicht. Na ja, gut, also 3-2 für Sandro. Mhm. Ich brauche von euch alle Sportarten, die ihr kennt, die aber nichts mit einem Ball oder einem Puck zu tun haben. Das ist ja wieder so eine. Was ist das? Nein, stell nicht so viele Fragen jetzt. Okay, ich sag 8. Schafft er nicht. Ja, doch, das schafft er. Schafft er nicht? Gut, es geht los. Als Kunstlauf, als Schnelllauf. Die Natascha ruft gerade an. Wieder mal hin. Nein, kann ich nicht. Hör doch jetzt, bitte einkaufen gehen. Du hast die Gurke wieder vergessen. Schach ist auch noch dabei. Dann, was haben wir eigentlich? Jetzt nur geh doch mal hin, Mensch. Oder alle? Okay, Hochsprung. Sonst rufst du mich wieder an. Ich muss wieder einkaufen gehen. 100 Meter Sprint, Marathon, stimmt doch Radfahren. Acht haben wir. 3-3, es geht um alles. Das ist echt komisch, wenn einer die ganze Zeit reinquatscht. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, aber ich hatte mir nicht vorgestellt, dass mich das so nervt. Aber seine Stimme, die geht auch durch Wände. Das kann ich bestätigen. Ja. Bundesländer. Der Bundesrepublik Deutschland, die er kennt. Oh mein Gott. Da kann man ja nur verlieren. Also wenn jetzt einer von uns nicht 16 sagt, dann ist er eigentlich. Aber du bist der Kapitän und ich würde sagen, du fängst an. Ich sag, ich habe 14. 14? Dann sag ich, ich sag 15. Oh, sagst du 15? Und ich sag, er lügt. Nein! Okay. Also, es geht aber um alles. Die Zeit ist 30 Sekunden. Ich brauche 15 Bundesländer von dir, Daschi, und los. Okay, Berlin, ich hab, Bremen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein. Grazie mal ganz kurz. Baden-Württemberg, habe ich Bayern schon aufgezählt? Ich habe da einen Bienenstich, bitte. Mach doch mal Nordrhein-Westfalen, Hessen. Oder mach irgendwas. Aber es tut ja echt weh. Komm. Daschi, du bist mein Zimmerpartner, jetzt mach Niedersachsen. Mal kurz. Nein, Sachsen, das stimmt doch gar nicht. Hast du schon gehabt, zum dritten Mal jetzt Sachsen-Anhalt. Natürlich. Wie viel habe ich denn dreimal schon? Dreimal Sachsen-Anhalt hast du gesagt. Das kann doch nicht sein. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, was mehr ich wie Sachsen-Anhalt wirst du herauskommen. Jetzt komm. Habe ich Bremen schon gesagt? Nein, habe ich nicht. Nein, hast du gar nicht. Gewonnen. Vorbei. Also bei wie bin ich rausgekommen? Bei 12 oder ich glaube 12 waren es ungefähr, ja. Hat er dich eigentlich genervt, Daschi? Ich würde sagen, dezent. Wie man vielleicht vorher schon gesehen hat bei den anderen Fragen, die wo eigentlich sehr viel einfacher waren, wenn dir dann so eine Nervensäge im Ohr hängt, dann wird's schwer. Wird's tough. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.